Herzlich willkommen zu der wisdomfactory.net und wir sind jetzt hier als, sagen wir mal, Online-Salon des Integralen Forums und es soll auch um Integrales Forum gehen, es soll um integrale Lebenspraxis gehen, es soll um die Salons gehen, denn ich bin ja nun ein, sagen wir mal, ein Zoom-Salon und nur online tätig, aber ich habe mit mir Christoph und er hat einen richtigen Salon, sozusagen live and in person. Und er hat einige Ideen dazu und wir wollen da mal gucken, wo wir hinkommen. Aber bevor wir das sagen, da kannst du uns erst mal ein bisschen erzählen, wo du bist, was du bist, wie du bist und um was es geht. Ja, danke Heidi. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit dir. Ich kenne dich ja nicht nur online, Gott sei Dank, sondern auch, wir haben dich schon persönlich kennengelernt. Wir haben uns auch schon umarmt und auch schon gesprochen und gelacht zusammen. Gelacht, viel gelacht haben wir zusammen. Ja, genau. Und jetzt sitze ich hier physisch in Zürich, wo ich seit doch vielen Jahren ansässig bin und bin, wie du gesagt hast, Salonleiter. Und wie ich dazu gekommen habe, bin, sagt vielleicht auch, wer ich bin, vielleicht. Genau, also ich habe vor ungefähr 3 Jahren an einem Wochenende im La Salle Haus durch die Schweizer Jesuiten geführt, das Bildungshaus in der Innerschweiz. Da habe ich Ken Wilber kennengelernt. Also nicht persönlich, er wäre da zwar zugeschaltet worden an diesem Workshop, aber das hat nicht geklappt. Peter Widmer, der Zen-Lehrer aus Basel, hat uns da sehr viel nahegebracht, was bei mir ganz viel Neugier ausgelöst hat. Also das, was ich da gehört und erlebt habe, ist bei mir einfach auf einen Boden gefallen, der mein ganzes Leben eigentlich gespiegelt hat und gleichzeitig auch Felder eröffnet, die ich überhaupt noch nicht geforscht habe. Und so bin ich dann damit unterwegs bis heute, wo ich mit dir gegenüber sitze, die ich in einer Weiterentwicklung erlebe im Integralen Forum, wo wir zusammen unterwegs sind seit einer Weile, intensiver, nahe mit der holokratischen Kreisbildung, mit der Umsetzung von einem Mindshift, den ich jetzt spüre auch, wie das sich das realisiert, also von der Hierarchie zum Netzwerk, zum flachen Netzwerk. Das fasziniert mich, das treibt mich an, das freut mich und dafür stehe ich am Morgen auf. Das ist wunderbar. Und ich finde, bevor wir richtig anfangen, sollten wir ein bisschen Begriffsklärung machen für Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wovon wir reden. Also Integrales Forum. Das ist ein Verein, den es ungefähr seit fast 20 Jahren gibt. Vorher hieß es Arbeitskreis Ken Wilber. Und da haben sich Leute gefunden, die Bücher von Ken Wilber gelesen haben, aber sonst in ihrem Umfeld niemanden gefunden haben, mit dem sie reden können. Weil, so wie du das auch beschrieben hast, man muss reif dafür sein und der richtige Moment sein, damit man überhaupt damit was anfangen kann. Und ich bin eben seit über 20 Jahren eigentlich dabei, bin immer von Italien nach Deutschland gefahren, wenn so Treffen waren, weil absolut hier immer nur große Augen, wenn ich versuchte, da zu erzählen, was ich gelesen habe. Und auf die Dauer ist halt ein bisschen langweilig zu lesen nur und mit niemandem sprechen zu können. Du denkst ja dann auch, du bist verrückt, ne? Wenn alle anderen dich so als kämst du vom Mond sozusagen angucken, wenn du die Dinge erzählst, die du erfahren und gelernt hast.
Und dann im Integralen Forum ist jetzt eben ein Forum, deswegen heißt es so, wo sich die Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und auch erleben, wir sprechen ja auch von integraler Lebenspraxis, es geht ja nicht nur um Kopfdings, sondern auch um eine andere Art und Weise in der Welt zu sein, wo sich eben die Leute da sammeln können und sich gegenseitig unterstützen, anregen und so weiter. Dann haben wir von Salons gesprochen. Es ist ja auch nicht so ohne weiteres verständlich, was ein Salon ist. Ne? Es gibt einen Friseursalon, wo ich heute war, aber was ist ein integraler Salon? Und da würde ich dir dich einladen, da mal kurz drüber zu sprechen, was ist ein integraler Salon? Ja. Ein integraler Salon ist, kann ich beginne mal bei mir selber, wie mit dem Zitat von Mahatma Gandhi, das ich sehr liebe, das ich auch aufgehängt habe bei mir, sei du selbst die Veränderung, die du möchtest für deine Welt. Das macht mir so Mut, auch jeweils einfach da beim kleinen Christoph selber anzufangen, um über große Dinge zu sprechen. Ein integraler Salon ist bei mir entstanden dadurch, dass ich eigentlich für mein Unternehmen, es ist eine kleine Privatschule, Events organisiert habe. Es sind eigentlich Kundenevents und zur Akquise, ja, von neuen Aufträgen. Und ich wurde aber immer wieder gefragt, warum machst du diese Anlässe? Es kommen deine Freunde, es wird Musik gespielt, es gibt Essen und Trinken, du gibst sehr viel Geld aus. Warum machst du das eigentlich? Und meine Antwort war dann, weil ich einfach gerne Menschen zusammenbringe, weil ich gerne das Netzwerk auch spüre, der Menschen, die sich für ähnliche Sachen interessieren wie ich, zum Beispiel Musik, Tanz, Literatur, Dialoge. Und so bin ich dann eben, wie ich eingangs erzählt habe, auf Ken Wilber, integrale Theorie, gekommen und habe dann meine Kundenevents so in integrale Salons übergeleitet. Das haben nicht alle verstanden natürlich. Was ist jetzt los? Jetzt kauft er kein Essen mehr ein, jetzt teilt er Essen. Ja, jeder bringt so viel mit, wie er hat und nimmt es auch möglichst bitte unverpackt, wenn es geht, und nimmt es auch wieder nach Hause. So ganz ein anderer Ansatz, dieser Salon eben gewirtschaftet ist. Der Name selber, Salon, kommt ja aus früheren Zeiten auch, wo das eben benutzt wurde, eben um Netzwerk zu bilden, ja, und auch um Geschäfte zu machen und oder Töchter zu verheiraten auch. So. Also es ist ein sehr geselliger Rahmen. Und mir gefällt die Mischung, so wie sie jetzt im Moment bei mir oder eben Anführungszeichen ich ist, dass wir etwas Tragendes, Ernstes, also es wird Bewusstsein, Kultur betrieben, es werden ernsthafte Dialoge durchgeführt und es hat dann aber auch von der Kultur her so etwas eben, das dann mehr in den Salon hineinweist, nämlich dass also spätestens nach 2 Stunden wird getrunken, gegessen, Musik gespielt, live, wenn es geht, das Tanzbein geschwungen und eben genetzwerkt auf eine doch, darf sagen, unterhaltsame Art auch, ja, die Freude bereitet und die natürlich besonders schön ist, vor Ort zu erleben. Genau. Ja, soweit einmal zu den
integralen Sachen. Also wir bewegen noch, vielleicht noch ergänzen, natürlich auch Themen, die aus dem Integralen kommen. Und das ist nicht nur Ken Wilber, sondern es gibt auch weitere Inspirationen, wie zum Beispiel Jean Gebser ist ein wichtiger für mich geworden auch, im Zusammenhang auch mit der integralen Politik, auch mit Menschen, die ich kennenlerne, rund um die integrale Politik, wo ich auch mitmache und unterstütze in der Schweiz. Und was ich vorhin gesehen habe, ist, ich sitze ja da, warte, wie muss ich das mit diesem Finger zeigen, ja? Man sieht hier hinten so diese Kerze im Dunkel. Und das erinnert mich so an Jean Gebser, weil Jean Gebser hat so Licht und Dunkel beschrieben, er nennt das mit einem Fremdwort Diaphanie. Es ist dieses Übereinanderlagern von Vordergrund und Hintergrund, von Licht und Schatten. Da habe ich etwas über Integrales verstanden, als ich diese Beschreibungen gelesen habe. Nur schon diese Vorstellung, dass eben, es gibt auch, wo Licht ist, ist Schatten. Ja? Aber es ist so etwas, es ist eine Beschreibung einer Gleichzeitigkeit, eines Ineinandergreifens von Licht und Schatten, von Hell und Dunkel, von Wahrheit und Lüge, von Widersprüchen. Und dass diese Gleichzeitigkeit wahrzunehmen, das hat für mich sehr viel mit integralem Verständnis zu tun. Dass man also auch in der Politik von links und rechts, es ist eben nicht links oder rechts, sondern es ist eben links und rechts. Und wie sind links und rechts im Kontakt? Wie spreche ich mit meinem politischen Gegner? Spreche ich überhaupt mit dem politischen Gegner? Also, das finde ich etwas sehr, sehr Inspirierendes. Und da bin ich so dankbar, dass ich diesen Ansatz kennengelernt habe. Im Moment sprechen wir die politischen Gegner ja eher nicht und auch die Gegner im Volk sprechen ja eher nicht miteinander. Und vom integralen Ansatz her, Polarisierung ist und Fundamentalismus ist halt auf einer bestimmten Stufe oder bestimmter Mindset, der nicht unbedingt zur Lösung beiträgt, sagen wir es mal so. Aber wir wollen heute da ja nicht so sehr darauf eingehen, sondern eher über das Sprechen. Du sagtest, integrale Lebenspraxis ist ein Teil deines Interesses. Was siehst du, was ist für dich? Also erstmal gibt es ja auch, das habe ich jetzt hier am Vorhang stehen, ist so ein dickes Buch, ja, von Ken Wilber, integrale Lebenspraxis. Was ist für dich integrale Lebenspraxis? Integrale Lebenspraxis ist für mich die praktische Umsetzung von verschiedenen Aspekten, die wichtig sind. Zum Beispiel mache ich Yoga. Ich finde, Yoga ist eine Praxis, die eben Körper und Geist und Seele verbindet. Gleichzeitig, wie das bei Jean Gebser vorhin beschrieben habe, dass dieses Gleichzeitigkeit in die Mitte kommen, diese Stille und diese Ruhe auch, die ich finde beim Yoga machen, ist für mich eine wichtige Lebenspraxis, die bei Ken Wilber im Buch, das du hinter dem Vorhang versteckt hast, jetzt gerade auch beschrieben wird, als ein Modul, den man so, wenn es geht, regelmäßig macht. Ja, und das ist eigentlich eine Verbindung, weil ja auch reine Meditation sitzt du ja normalerweise, es gibt natürlich auch Gehmeditation, aber normalerweise wird unter Meditation verstanden, dass du irgendwo still sitzt und nichts tust. Ne? Während Yoga ist ja die Bewegung noch mit drin, auch wenn es dann Momente sind, wo du stillhältst und so, aber da ist beides, das ist die Konzentration, die Fokussierung und auch der
praktisch durch die Bewegung des Leerwerden, mehr oder weniger, des Kopfes, nicht? Also das ist eben beides zusammen. Und ich persönlich kann auch besser in Bewegung Meditation machen, sagen wir mal. Ich weiß immer nicht, ob man das wirklich Meditation nennt oder so. Es gibt ja so viele Definitionen, als mich hinzusetzen und ja, also das ist nicht so ganz meins. Wenn ich noch ergänzen darf, ich denke, was meine Yoga-Lehrerin auch oft sagt, ist, dass es nicht darum geht, die vollendete Form zu finden, sondern sich auf den Weg zu machen zur Form. Und die Unterstützung, die kommt vom Atem. Also Atem gibt Form. So, wenn ich mich zum Beispiel mit gestreckten Beinen nach vorne, nach unten neige, dann war das ja ganz früher so, dass in der Schule, erinnere ich mich, versuchte ich möglichst den Boden zu erreichen. Und wenn es weh tat, dann dachte ich, jetzt mache ich es richtig, ja, weil der Lehrer geklatscht hat, was immer. Und heute ist es so, dass wenn ich mich nach vorne neige mit gestreckten Beinen, dass ich dann versuche einfach mich auf den Atem zu fokussieren und dabei meinen Oberkörper auf die Oberschenkel lege. Und das ist der Fokus, die Erde zu finden, und eben Atem gibt Form, ist für mich eine wunderbare Form, die das sehr gut zusammenfasst. Es ist so, dass ich Yoga genommen habe, ist schon eigentlich noch spannend, als Beispiel für Lebenspraxis, weil Yoga ist so, das ist auch ein wichtiger Begriff in der integralen Theorie, das Holon, ja, also das also alles in allem, ja, oder eben, also Yoga ist eigentlich für sich schon eine Lebenspraxis, ja. Wilber empfiehlt dann noch weitere Sachen, wie auch Körperübungen, die sportlich sind, schlicht und einfach. Und da habe ich auch ein Beispiel, um zu sagen, wie integral ich lebe. Um ein bisschen zu blöffen, ist ja auch wichtig. Ich fahre Fahrrad. Also ich bewege mich auch vielleicht nicht mehr so im Fitnesscenter wie früher. Finde da die Luft auch nicht so gut. Darf man inzwischen auch wegen Corona nicht mehr so exzessiv. Möchte ich aber auch nicht, unabhängig von den Umständen. Fahrradfahren ist eine ganz wunderbare Sache. Es ist einfach... In kürzester Zeit bringe ich meinen Puls ein bisschen rauf, ich bewege mich, ich erhole mich, ich lebe. Es ist ein gutes Lebensgefühl auf dem Fahrrad. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich habe früher mit Marc zusammen ziemlich viel Fahrrad gefahren. Jetzt allein habe ich irgendwie nicht so große Lust, wenn ich irgendwo hängen bleibe mit dem Platten, dann ups. Weil ich habe E-Räder, wir sind ja so, ne? Bei uns, ne, bei euch ja wahrscheinlich auch. Na, Zürich, nee, Zürich ist nicht so bergig, nicht? Also es gibt einen Hügel, da wurde ich oben. Bei uns, ich gehe schon aus dem Haus raus und das ist schon mit einem normalen Fahrrad, ist mir immer das Herz rausgeflogen. Und die E-Bikes sind halt dermaßen schwer, dass du noch nicht mal richtig schieben kannst, wenn du irgendwo hängen bleibst. Und insofern... fahre ich nicht mehr so. Aber ich liebe es, weil man auch in der Landschaft ist, man kann gucken und es ist auch so ein Gefühl von Freiheit, ne? mit dem Fahrrad. Jetzt wollte ich aber wieder auf Integral zurückkommen. Was wir jetzt beschrieben haben, ist praktisch die oberen Quadranten. Der oben rechts Quadrant, das Körperübungen, ne? Man sieht ja, wie der Körper ist und da drin macht man was und da wird er besser und sowas. Und dann das Innere, das Empfinden des Individuums, also du, ich, wer auch immer. Indirekt hast du auch schon die unteren Quadranten angesprochen vorhin. Vielleicht magst du da was sagen. Hast ja indirekt schon eine Praxis genannt. Vielleicht wollen wir das nochmal aufdröseln. Ja,
Jetzt brauchst du einen Begriff, den ich mir vorstellen könnte, den du auch erklären musst. Nicht zuletzt, weil ich selber da auch noch mit dem Anfängergeist unterwegs bin. Ein Quadrant, ja? Was ist ein Quadrant? Und wie ist deine Frage zu verstehen im Zusammenhang mit dem Thema, wo wir gerade sprechen? Okay, ein Quadrant. Also die Theorie von Ken Wilber sagt, es gibt 4 Quadranten. Es nennt man Quadranten, aber es sind praktisch Perspektiven, die man einnehmen kann, um auf die Wirklichkeit zu schauen. Und die eine Perspektive nennt er mit Ich, das heißt mein Inneres, was ich innen drin erlebe, fühle, denke auch, das gehört auch zum Ich, zum inneren Quadranten dazu, was man von außen nicht sehen kann und auch nicht messen kann. Ne? Deswegen kannst du nicht Maßstab anlegen, um zu sehen, was ich denke. Ne? Geht nicht. Oder was ich fühle. Ja, Fühle kommen manchmal als Expression raus, wenn ich richtig ärgerlich bin. Da kann man von außen natürlich sehen, dass ich ärgerlich bin. Aber ob ich wirklich ärgerlich bin oder ist nur eine verdrehte Traurigkeit ist oder so, das kannst du von außen nicht 100% sehen. Ne? Das kannst nur du innen fühlen, welches Gefühl du hast, auch wenn du es vielleicht nicht benennen kannst. Dann gibt es den Wir-Quadranten, das ist dieser unten links. Das heißt, das ist der Quadrant, wo alles, was wir gemeinsam tun, die Perspektive aus dem Wir. Wenn ich in einer Gruppe bin, wie sehe ich da die Welt? Ja? Wie sieht die Gruppe die Welt? Zum Beispiel eine Kultur eines Landes, das wäre der untere linke Quadrant, weil in einem Bereich Land oder Gruppe, da gibt es eine bestimmte Weltanschauung, eine bestimmte Überzeugung, dass wir zum Beispiel klassische Musik oder überhaupt Musik haben oder dass das wichtig ist oder nicht wichtig ist oder was auch immer in der Kultur dominant oder vorhanden ist, das gehört eben zu dem unteren linken, zu dem Wir-Quadranten, die Perspektive aus dem Wir. Dann der obere rechte Quadrant wäre das, was man messen kann, was man sehen kann, was man von außen tun kann. Dazu gehört der Körper dazu, kannst ja sehen, ne? Und kannst sehen, ob ich so machen kann oder so oder ob ich noch auf den Fußboden komme oder sowas. Ne? Das ist der obere Quadrant, da gehört die Wissenschaft dazu, die Dinge von außen betrachtet und zählt und misst und tut. Und der untere rechte Quadrant ist der Institution, so wie was organisiert wird, wie was als ja, Entität in der Welt ist. Ja? Und ich sagte, du hast es indirekt gesagt, weil du gesagt hast, du hast einen Salon und da macht ihr so schöne Sachen und so. Das würde in den unteren linken Quadranten, in den Wir-Quadranten gehören. Ne? Und die rechten Quadranten werden im Gemeinhin in der deutschen Sprache mit S bezeichnet. Also S, was man von außen sieht, was nicht ich und wir ist. Da wäre dein Anliegen ja über Holacracie zu sprechen, was wir auch noch nicht definiert haben. Aber das ist eben eine Organisationsform und das gehört unten links in die, sagen wir mal, institutionelle Strukturen von irgendwas hinein. Ne? Und wenn wir nun von integraler Lebenspraxis sprechen, da sagt eben Ken Wilber ziemlich deutlich, wir sollen nicht nur die oberen Quadranten, wie zum Beispiel im Yoga zu machen, sondern wir sollten auch We-Space machen, also in das Wir gehen, ins Netzwerken, in die Gemeinschaft, ob das eine religiöse Gemeinschaft ist, oder die Kirche oder integraler Salon oder was auch immer, aber nicht als Einzelperson nur für sich existieren, sondern die Gemeinschaft suchen. Das wäre eine Lebenspraxis, in den Salon gehen zum Beispiel. Ich weiß nicht, hast du das einmal im Monat oder zweimal im Monat oder so, was sich mit anderen Leuten treffen und gemeinsam was machen. Und unten rechts wäre ihnen zum Beispiel eine Struktur geben, diesen verschiedenen Treffen, was wir ja tun, zum Beispiel im integralen Forum. Ne? Wenn wir den Salonkreis eingerichtet haben und so, das ist eine Struktur, in dem sich dann der Rest entfalten kann. Sowohl der V-Space, sagen wir mal, sich drin findet und organisiert ist, als auch du selber,
Ne? Kannst dich da einbringen und man kann ja auch gucken, was am besten ist, welche Form am besten ist, das zu organisieren. Und das dann organisierte sozusagen Objekt ist dann im unteren rechten Quadrant. Ne? Das sind die vier Quadranten und damit kann man eben gut immer prüfen, was man auslässt. Wenn zum Beispiel Leute, die so hochspirituell drauf sind, ja, dann immer nur im oberen linken Quadranten rumgeistern und alles andere nicht akzeptieren, dann machen sie keine integrale Lebenspraxis. Oder wenn Wissenschaftler nur an das glauben, was sie da gefunden haben und sagen, ja, die Innerlichkeit oder Bewusstsein oder so ein Kram, das gibt's nicht, dann machen sie auf keinen Fall eine integrale Betrachtung dessen, was sie tun. Ne? Und genauso, wenn alles nur um Organisation, nur der Staat, der befiehlt und macht und was, das ist alles andere als integral, wenn er sich nicht darum kümmert, wie es denn der Kultur geht, den Menschen geht, den Einzelnen geht und sich nicht gut genug um die wissenschaftlichen Erkenntnisse kümmert, wie wir das ja jetzt im Moment sehen, dann ist das ganz bestimmt nicht integral. Ne? Und ja, mit anderen Worten, die vier Quadranten erlauben uns zu sehen, wo wir was auslassen in unserer Betrachtung oder in unserer Lebenspraxis. Ja. Ist das, du hast jetzt mich praktisch interviewt, ist das? Es passt sehr gut, weil das hat eigentlich mit diesem linken unteren Quadranten zu tun, wie ich mit dem Lernen auch unterwegs bin. Ich bin von Haus aus Clown? Nein, ich bin Lehrer. Ich wollte Clown werden. Ja, das habe ich gesehen. Du hast eine wunderbare Qualität. Du bringst alle zum Lachen. Ja. Wenn ich auch dabei lache, ist es gut, ja. Wenn alle lachen, genau. Ja, also Clown war mein Berufswunsch und ich bin dann Lehrer geworden, damit ich von zu Hause weg kann, also dass ich Geld verdiene und wegkomme, weil Clown wollte keiner, dass ich. Ja, das war gut am Familienfest, der Clown, aber nicht im Berufsleben. So. Genau, und ich bin Lehrer geworden und dann auch Heilpädagoge, Sonderpädagoge, wie man in Deutschland sagt. Aber es gibt auch Gutes daran, dass ich das, und es ist nicht zufällig, dass ich als Nicht-Clown eben Lehrer und Heilpädagoge geworden bin. So, also Lernen, Bildung ist etwas Wichtiges für mich. Und ich habe schon gelernt, ich habe das Lernen gelernt im Laufe des Lebens. Und ein wichtiger Aspekt davon ist eben, dass Lernen auch zuhören ist, nicht dass der, zum Beispiel, dass der Lehrer eben nicht nur selber spricht, sondern dass der Lehrer auch zuhört und damit zum Lernenden wird. Und so habe ich mich jetzt vorhin diesem Zuhören geöffnet, also einem Lernprozess, und halte jetzt auch die Unsicherheit aus, dass ich gar nicht alles noch verstanden habe, was du gesagt hast. Aber das ist normal. Ich konstruiere das, wofür ich bereit bin. Ja? Und das ist ja für mich auch eine praktische und schöne Erfahrung, weil ich eben mich sicher und wohl fühle jetzt in der Beziehung mit dir. Ich bin unten links. Und das bedeutet, dass ich auch lustvoll scheitern kann, zum Beispiel. Das gehört ja auch zum Lernen. Ja, und es ist eben auch was im Integralen gesagt wird. Du entwickelst dich ständig weiter. Du bleibst, also du kannst natürlich irgendwo stehen bleiben und wirst dann vielleicht fundamentalistisch, nur meine Meinung ist die richtige. Okay, da gibt es genug davon, aber du hast die Möglichkeit, weiter, wenn dein Horizont immer weiter wird und immer weiter wird, dich zu entwickeln. Und dazu gehört eben, dass man was nicht weiß. Und nicht kann. Und ja, dass man es dann eben lernt, soweit man möchte. Aber dass man auch scheitern kann, was ich persönlich immer ziemlich schwierig fand und immer ziemlich frustrierend. Aber mittlerweile habe ich das auch eingesehen, dass es dazu gehört, dass nicht alles perfekt sein muss. Weil sonst kannst du ja nicht lernen. Wenn du schon alles perfekt hast und alles schon weißt, dann bist du im Stillstand, ne? Gefroren. Ja.
Es gibt, wir haben Ken Wilber genannt, Jean Gebser, es gibt Susanne Kuck-Reuter, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt mit dem Stichwort Selbstaktualisierung. Es ist schon so, wenn man auf dieser Stufe so rumschnuppert, dann ist das auch verwirrend, auch für andere oder auch für einen selber, wenn man sich selber immer wieder aktualisiert und sozusagen. Und gleichzeitig ist das natürlich eine wunderbare Gabe, wenn man das kann, auf das Gegenüber eingehen und dann sein Ich, also auf das Du eingehen und das eben das Ich dann, so wie bei Jean Gebser, immer wieder auch aktualisieren und in eine Gleichzeitigkeit kommt, in einen Wir-Raum kommt, wo eben ein höheres Lernen und eine höhere Stufe des Lernens eigentlich passieren kann. Das noch ergänzend dazu, im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass ich etwas so entwickelt habe, das geht so, das integrale Verständnis ist bei mir, kann ich an den Begriffen oder am Ich aufhängen oder darstellen, das Ich, genau, und wie sich die Öffnung eben, wie die Öffnung eben auch hier vom Herzen her passiert, diese Selbstaktualisierung, diese Selbst auch in Fragestellung oder auch grün gesagt oder auch dieses Öffnen gegenüber dem Universum, ja, diese spirituelle Öffnung, die da passiert. Also vom Ich komme ich zu einem Ich in Anführungs- und Schlusszeichen. Also wer bin ich denn eigentlich? Also ja, also es gibt ja viele Teilpersönlichkeiten in mir, die ich zum Beispiel in der Schattenarbeit, auch ein Begriff der Integraltheorie, dann eben angucke. So, jetzt bin ich beim Ich mit Anführungszeichen. Und meine Bewegung geht eben weiter in der Öffnung, dass ich dann zu einem Wir, ja, je weiter die Arme offen sind für die Begegnung, wie sie jetzt gerade da sind bei mir, umso mehr bin ich dann bei einem Wir in Anführungszeichen, weil wir, ich weiß ja noch gar nicht, wie das so wird mit dir jetzt, Heidi, da beim Zoom-Meeting. Wie entwickelt sich unser Wir-Raum im Laufe des Gesprächs, des Dialoges? Und noch weiter, und das ist die Vision dann, wenn ich wäre dann, oder ist dann, dass das Wir, das als eine Sehnsucht, eine Verschmelzung in der Partnerschaft, als Shiva Shakti. Wenn ich jetzt gerade eben, jetzt gerade auch selbstaktualisierend noch weitermache, verschwinden meine Hände aus dem Rahmen heraus und öffnen sich ganz dem Universum und ich kann dann den Raum um mich herum fühlen, aber das Ich ist irgendwo, hat sich auch aufgelöst. So, das ist eine spirituelle Erfahrung, die ich in meiner Lebenspraxis, wenn ich meditiere, zum Beispiel bei der Metta-Meditation, das ist eine buddhistische Tradition, bei der Meditation habe ich genau dieses Gefühl der Öffnung, also vom Ich, vom Ego, halt hier, da, wie ich es beschrieben habe. Ja, sowas ist ja auch, wo wir auch gemeinsam sind, in dem Kurs von Otto Sharma, das EU-Lab, was ich vom Presencing-Institut, was ich auf der Theorie U bezieht, die Otto Sharma vor, ach, ich weiß nicht, mehr als 20 Jahre, denke ich, entwickelt hat. Und wo ich auch das Buch auch hinter der Wand irgendwo habe und schon seit lange kenne. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund jetzt diesmal gedacht, jetzt machst du endlich mal den Kurs. Ja? Und da geht es ja auch darum, in eine Tiefe zu kommen. Nicht? In diese, du kannst es vielleicht sogar spirituelle Erfahrung nennen, ne? Wenn man diesen Wir-Raum schafft oder es ist eigentlich mehr wie ein Wir-Raum, eigentlich mehr das, was du sagst, was aus dem Rahmen rausgeht, nicht? Wenn man es schafft, hineinzukommen und dann daraus Erkenntnisse aufsteigen können und Wege aufsteigen können, aus die man dann wieder
in die Realität umsetzen kann. Nicht? Und das passiert alles durch tiefes Zuhören. Nicht? Magst du da was drüber sagen? Vielleicht auch über die Erfahrung, die du da bei diesem Kurs machst und gemacht hast? Ja, sehr gerne. Sage ich dazu etwas, Heidi, es freut mich sehr, rührt mich auch, dass du darauf kommst. Das muss etwas damit zu tun haben, mit dem, was ich gesagt habe. Und es tatsächlich, es verbindet mich und freut mich ungemein. Man kritisiert nebenbei Ken Wilber darin, dass er ein Ekletiker ist. Ja? Das heißt, das ist einer, man sagt, er sei einer, der Sachen zusammenträgt und sich, und dann jetzt mit meinen Worten gesagt, er fasst es gut zusammen. Es gibt eine umfassende Weltanschauung, finde ich. Aber es gibt Kritiker, die sagen, ach, und das auch noch, und das auch noch, das auch noch. Und U-Theorie zum Beispiel und integrale Lebenspraxis, das hat für mich sehr viel miteinander zu tun. Und ich hätte gewettet, wenn ich vor 2 oder 3 Jahren mit jemandem über integralem Ansatz und U-Theorie gesprochen hätte, er gesagt, was ist das auch noch? Du vermischst Dinge. Das war so eine Kritik, du vermischst Dinge. Naja gut, es ist einfach so, dass es verschiedene Ansätze, es gibt viele Wahrheiten. Ja? Und was ich im Moment gerade entdecke, ist, dass diese vielen Wahrheiten eine Wahrheit sind. Es kommt zusammen. Und ich beginne zu fühlen, dass ich an einem Ort bin, nämlich hier auf der Welt. Ja. Mit dir jetzt gerade, mit dem Gegenüber. Und gut, also du fragst mich wegen dem U, ich versuche mal auch mal das. Ja, lass mich mal kurz noch was sagen dazu. Für mich ist Theorie U ein Tool, um etwas zu erreichen, von dem viele Leute gesprochen haben, nicht nur Ken Wilber. Was für mich Ken Wilber ist, ist wirklich eine Metatheorie. Ne? Und dass die Dinge vereinigt und lokalisiert, wofür sie gut sind und so. Und für mich ist die Theorie U ein ganz wichtiges Tool, mit der das in Umfang ist von der Theorie. Das gehört dazu. Ja? Also, verstehst du, was ich meine? Das ist, ich verstehe, aber ich verstehe auch mich jetzt besser, wenn ich dir... Ja. Ich verstehe besser, dass eben die Theorie U ist ja auch, alles ist eigentlich Holon. Ja? Es wundert mich nicht, dass ich jetzt die integrale Praxis in der Theorie U sehe, weil ich kann es gar nicht so begründen. Ich kann es mehr fühlen, dass es da um ähnliche Prozesse geht. Es geht ums Leben im weitesten Sinne. Ich möchte Theorie U an einem Beispiel erwähnen, das ich selber erlebt habe, weil mir dieses Bild vom U sehr gut gefällt. Zum einen einmal hat mir als Junge katholisch sozialisiert immer sehr gut gefallen, wenn der Pfarrer in der Kirche die Hände so nach oben gehalten hat. Ich kann das gar nicht so richtig zeigen. Doch, jetzt bin ich so einigermaßen gemittet. Ja. Also er hat beim Beten hat er die Hände nach oben gehalten. Das fand ich immer so wunderschön. Das hat mir so gefallen, das hat mich so gerührt. Es war so geheimnisvoll, diese Handbewegung. So. Und wenn ich sie jetzt heute mache, dann kann ich ja dieses U auch sehen, das von der himmlischen Verbindung, die da ja in der Kommunikation, in der katholischen Liturgie passiert, die kann ich jetzt da so bei mir, beim Herzen zusammennehmen und dieses U neu konstruieren und das Herzstück der U-Theorie auch hier fühlen und dir zeigen, nämlich das Presencing, nämlich das Präsentsein und Fühlen, das in der Tiefe des U ist. So. Und das praktische Beispiel, das ich dir sagen möchte, ist, ich habe in meinem persönlichen, privaten Leben erlebt, in der Beziehung zu meiner liebsten Partnerin, dass wir durch Lockdown haben wir Homeoffice zusammen
gemacht. Wir haben am gleichen Ort gewohnt und damit waren wir eigentlich, sind wir sozusagen früher zusammengezogen, als wir eigentlich gedacht haben. Also wir sind uns schnell nahe und gekommen und geblieben auch seither so. Und aber das Bild mit dem U hat Folgendes an sich. Ich habe meine Wohnung eigentlich viel früher aufgelöst, teilweise aufgelöst, als es eigentlich für unser Zusammenwohnen bei ihr gepasst hätte. Und dann ist das Bild aufgekommen vom U, also von der Slack, das eine Slackline, ja, also ein Seil, eine Slackline vom Purpose bilden, also die Vision haben, hinüberzuschauen. Ich hoffe, man versteht das, wenn man U-Theorie nicht kennt. Ich habe eigentlich eine Slackline gemacht und bin mit dem Lastwagen, mit Möbeln, bin ich über diese Slackline gefahren und das hat prompt zu Auseinandersetzungen geführt, natürlich, weil meine Partnerin dann gesagt hat, ich bin noch nicht bereit. Es ist zu eng, es geht nicht, es ist zu früh, ich brauche noch Zeit. Und das als Beispiel noch zu sagen, einfach das U von der U-Theorie, das zeigt ja auch, was ich übersprungen habe, nämlich die Auseinandersetzung mit ihr, das Hinuntergehen, schauen, ja, wann ist vielleicht ein besserer Zeitpunkt als jetzt? Vielleicht wäre das in einem Jahr, vielleicht in 4 Jahren. Wir müssen schauen und dann diese Zukunft auch zu fühlen hier in der Tiefe vom U. Und dann kämen die Prototypen dann, das Kristallisieren der Zukunft und dann kämen wir dann in unser Zusammenwohnen zusammen. Also das ist eine praktische Anwendung von der U-Theorie, die mich auch total beseelt. Die du aber damals wohl noch nicht kanntest, oder? Na, also wie meinst du damals? Na, als du die Slackline mit dem Lastwagen überfahren hast. Doch. Das Aber war die Slackline, habe ich gespannt nach dem Lockdown, nach dem ersten Lockdown. okay. Oder während des Lockdowns. Nee, ja, das ist eigentlich im Sommer gewesen. Da habe ich die Slackline, ich habe vielleicht im Sommer die Slackline gespannt und bin im Herbst dann mit dem Lastwagen gekommen. Ich habe da einen Schulraum aufgelöst und da waren einfach so viele schöne Möbel, von denen ich mich nicht trennen wollte. Die habe ich aber dann physisch, habe ich die dann zu meiner Partnerin gefahren, in den Raum, den ich bei ihr miete. Aber dieses Zimmer ist dann so übergequollen von diesen Möbeln, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe und dann mich von da aus in die Wohnung ausgebreitet habe. Und das hat dann zu Konflikten geführt, verständlicherweise. Ja, das ist nicht so einfach, wieder zusammenzuleben. Ja, genau. Also die Lehre daraus, besser hinhören, besser Sensing, ne? Ein Ja, Präsensing. genau. Genau. Ja, Wunderbar. wunderbar, genau. Ja, ich wünsche dir alles Gute, dass das nächste Mal übers U geht. Ja, wir hätten noch einen Moment Zeit. Worüber magst du gern noch reden? Ich denke, Holacracy nochmal anzufangen, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ne? Holacracy ist eine Struktur, wie man entweder Betriebe oder irgendwelche Vereinigungen organisieren kann. Und ist auch wieder so Holons, ne? Ein Kreis im nächsten Kreis, im nächsten Kreis. Vielleicht wissen Leute noch nicht mal, was ein Holon ist. Holon ist, wenn ihr so eine Babuschka kennt, so eine russische, ne? Da ist innen drin so was ganz Kleines und eine größere Puppe, noch eine größere Puppe, immer um drum herum. Das heißt, jede Puppe für sich ist eine vollständige Puppe, aber die steckt in einer größeren Puppe drin. So kann man sich Holons vorstellen. Und das Ken Wilbers Verdienst war eigentlich zu sagen, die Realität ist so aufgebaut durch Holons. Lauter Stücke, die für sich, also lauter Dinge oder was auch immer, Entitäten, die an sich ganz sind, aber notwendig in was Größerem eingebettet ist, ein Teil von was Größerem. Ja, und
enthält selber Teile, die kleinere Teile sozusagen. Und so geht es immer weiter. Mhm. Man kann da jede Menge Beispiele finden, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt tun wollen. Nein, das schaffen wir nicht mehr, aber ich denke, was spannend ist bei dem, was du sagst, auch kommt bei mir, dass jedes Holon ist voller Potenzial. Also jedes Holon hat das Potenzial des Ganzen in sich. Ja? So, und das ist, und wie ich Holokratie auch in wenigen Sätzen erkläre oder mir selber, dass ich es auch verstehe, das ist eigentlich ein Mindshift, der passiert, ein Paradigmenwechsel, ein Einstellungswechsel, Wertewechsel, Einstellungswechsel von den Hierarchien, vom hierarchischen Denken, von oben nach unten, von unten nach oben, zur flachen Hierarchie oder eben zu den flachen, zu den Kreisen, ja, zu den, wie beschrieben. Und das finde ich so spannend als Mensch, der mit Hierarchien aufgewachsen ist und der sich in den letzten Jahren, also das sind inzwischen 61 bald, nee, sind, jetzt übertreibe ich, aber ich habe mal mit 20 habe ich angefangen, mit Schattenarbeit und mehr. Es war auch so die Zeit, die 70er, 80er Jahre, da hat man viele Kurse gemacht in Selbsterfahrung und so weiter, Therapie und so weiter. Da habe ich damit schon begonnen. Also ich bin selber sehr geprägt, auch von der Orangenzeit. Ich komme mich da mit den Spiral Dynamics Farben, ja, die vielleicht jetzt neue Fenster eröffnen. Aber das kommt ein anderes Mal dann. Ich denke einfach, ich freue mich, dass ich mich dafür interessiere, weil in mir drin ist auch einer, der sagt, hierarchisch, es geht nur so, wenn einer befiehlt. Es geht nur, wenn der Mann befiehlt. Es geht nur. Ja, so einer bin ich auch, Heidi. Ja, wusstest du gar nicht. Gut, dass ich weit weg bin. Ja, aber weißt du, kürzlich hat jemand zum anderen gesagt, stell dir vor, jetzt gibt es in Deutschland 30% AfD und ich könnte das für die Schweiz mit der SVP sagen. Und dann hat das Gegenüber gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe in mir auch 30% AfD. So, das war für mich auch eine integrale Aussage über das Bewusstsein, dass wir die Schatten eben auch in uns tragen oder eben, dass wir Holons sind, ja, die das Ganze auch im Kleinen, in der Babuschka, wie sie du beschrieben hast, tragen. Und es ist wichtig, dass wir das nicht abspalten, sondern ernst nehmen. Genau, und nicht uns trennen. Wir wollen ja immer uns von den Negativen sein, die wir als negativ sehen, trennen. Und es dann wird dann auf andere projiziert. Ne? Dann ist es dann halt die böse AfD oder sowas, weil wir mit diesen Anteilen in uns nicht, oder Kommunismus oder was es halt immer auch gerade ist. Ne? Wir wollen mit denen nicht in Berührung kommen. Wir wollen nicht so genannt werden. Das ist ja ganz fürchterlich. Ja? Und insofern projizieren wir es nach außen, statt zu sehen, du hast am Anfang davon gesprochen, ich habe Teile in mir, statt zu sehen, dass wir ganz, ganz viele Anteile haben. Und die einen am meisten aufregen, da kann man ganz schön sicher sein, dass das ein unentdeckter und wahrscheinlich ziemlich großer Anteil in einem selber ist. Ne? Sonst würde man sich nicht so fürchterlich aufregen. Ne? Weiß man ja so ein bisschen aus der Psychologie. Das Triggern, ne? Aktualisiert möchte ich noch Ingolf ins Spiel bringen, vielleicht abschließend zu diesem Thema. Ingolf ist ein Hate Speecher, es ist eine dänische Politikerin, Parlamentarierin mit türkischen Wurzeln, meine ich. Die wurde auf dem Netz, als sie neu ins Parlament gewählt wurde, mit Hate Speech Mails zugemüllt, ja. Und die hat sich vorgenommen, es gibt einen sehr schönen TEDx Speech Call dazu, die hat sich vorgenommen, diese Hassschreiber kennenzulernen.
diese Schatten, ja, letztlich zu entdecken. Weil Schatten ist das, was sie entdeckt hat, als sie dann mit diesen in Kontakt gekommen ist. Sie beschreibt das so schön, so mutig, hinzugehen. Und die Challenge, die sie dann bietet, ist Find your Ingolf, also in your life. Ja? Also ich bin so inspiriert, jetzt einfach auf diese Menschen zuzugehen, die mich verteufeln, um auch herauszufinden, wo sind meine Anteile, ja? die abgespalten sind, weshalb ich dann auch zum Gegenteiligen sage, vielleicht ich sage dann Faschist oder Rassist. Und das inspiriert mich sehr. Und da werde ich weiter forschen in nächster Zeit. Spannend, ne? Das Leben, das, wir haben ja über die Entwicklungsstufen gar nicht gesprochen, was Teil von Integral ist, ne? Spannend, wie weit man sich entwickeln kann. Ne? Früher habe ich mal, als ich 27 war und ging alles daneben, habe ich gedacht, oh Gott, wenn das Leben ist, dann. Ne? Und mittlerweile habe ich gemerkt, dass es eigentlich nie aufhört. Man kann immer noch was dazulernen, immer noch weitergehen. Hin und wieder denke ich mal, oh Gott, das muss ich da auch noch durch. Ja? Aber ist halt so. Stehen bleiben ist meiner Meinung nach für mich nicht die Alternative. Und es muss halt jeder so machen, wie er will. Aber die gute Botschaft ist, es geht weiter und es kann eigentlich immer insgesamt nur schöner werden. Es ist immer wieder schwierig. Ja? Es kommen immer wieder Phasen, die, oh Gott, ja, schwierig sind. Aber anschließend kommt, oh, aha, ne? Da kommt so das große, die große Erkenntnis und das große Glück auch, ne? Dass man das jetzt geschafft hat und gesehen hat. Halt, jetzt kommt noch mal etwas so Schönes. Weißt du, man hat ja wir hatten das U, ja, und Eckhard von Hirschhausen, der Arzt, Clown, auch er, der beschreibt er die, hat so eine Tafel gezeigt, wo die Lebensphasen gezeigt sind. So, traditionell ist das ja hier die Geburt und hier ist die Bahre. Ja? Und dann ist das so, das geht hinauf, hinauf, hinauf und so weiter. Man geht in die Schule, man heiratet, man hat die besten Jahre oben und dann wird es langsam schlimmer, man hat einen Stock und irgendwann in der Bahre. So, und jetzt macht Hirschhausen so und dreht das um, jetzt wird es ein U. Und weil, ja. du sagtest, es geht eigentlich immer hinauf, das ist mein Lebensbild, das ich so mit mir trage, nämlich, dass ich auf die Welt gekommen bin und es dann einfach immer weiter nach, ich musste in die Schule gehen, ich musste Beziehungen eingehen, die schwierig waren, Familie, es war schwer, Geld verdienen, das Leben, da. Und irgendwann kommt da so etwas wie, ich sage, ich mache jetzt ein bisschen Werbung vielleicht, ja, integrale Praxis, der Lebenspraxis. Und jetzt wird es immer leichter, wie du gerade vorhin gesagt hast, es wird immer leichter. Also wir kommen aus dem Licht und wir gehen ins Licht zurück. Genau. Und das Leben ist dafür da, dass wir dieses erfahren. Ne? Und dann komme ich dann kurz auf die Archetypen der Seele zu sprechen. Wir kommen auf die Welt. Das macht mir mittlerweile Sinn. Mit bestimmten Aufgaben, mit bestimmten Anlagen, mit bestimmten Tools, die man besonders einbringt, mit bestimmten Hindernissen, ja, auch, die man überwinden lernt oder mit ihnen umgehen lernt und so. Und Archetypen der Seele, ne? Nach Wada Haslemann, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist ganz, ganz, ganz spannend. Und wenn man diese Dinge auch weiß, dass es so gemeint ist, dann braucht man gegen die Schwierigkeiten nicht zu kämpfen. Dann kann man sich nämlich sagen, okay, das wollte ich ausprobieren, dann probieren wir es halt mal und gucken mal zu, was dabei rauskommt. Finde ich, also das finde ich toll, was du mir gesagt hast, das Umgekehrte mit dem O, ja, dass man das statt wieder runterzugehen im Alter. Ich muss ehrlich sagen, als ich möchte nicht wieder 20 sein, ja, und nicht wieder 40 sein. Also ich habe das Gefühl, es wird eigentlich immer nur besser. Mit all den Problemen, die immer wieder kommen und all den Rückschlägen und all dem, was auch immer ist. Aber insgesamt wird es besser. Aber ich denke, es liegt daran, dass wir, dann würde ich dich dazu rechnen und viele Menschen, die ich kenne, auch willens waren, uns dem Leben auszusetzen und zu lernen dadurch, statt zuzumachen und sagen, oh Gott, nee, wie komme ich da nur durch? Ja. Das neue Lernen ist das Tolle.
Okay, Christoph, für dich das letzte Wort. Was möchtest du entweder zusammenfassen oder den Menschen, die uns zuhören, so mitgeben oder ein bisschen Werbung machen, was immer du möchtest. Wann ist dein nächster Clown-Auftritt? Der ist jetzt gerade, der kommt gerade, weil ich liebe das Zitat von Meister Eckhart. Der wichtigste Mensch ist der Mensch, der mir gerade gegenüber ist. Der wichtigste Zeitpunkt ist die Gegenwart und das wichtigste Werk ist die Liebe. Mhm. So, das liebe ich sehr. Und weil du mir gegenüber bist, Heidi, jetzt möchte ich ein Zitat machen, was zwischen uns beiden entstanden ist in Tübingen, als wir so eine gute Zeit hatten. Da beim Salonleiter-Treffen. Ich habe nämlich so geblufft, clownmäßig, ja, habe ich meinen Großvater in petto gehabt und der konnte immer so Reden schwingen, ja, war Politiker, oben an der Hierarchie, ja, auch im Militär und so weiter. So. Es hat mich viel Schattenarbeit gekostet. Da habe ich gedacht, ich gehe nach Tübingen und ich halte eine Rede. Ich halte eine Rede und ich habe die Rede so vorbereitet, dass ich gewusst habe, als die Rede beginnt, so Tübinger. Ja? Und ich habe nur das mitgebracht, einfach die Ansprache an die Menschen, die mir zuhören, hoffentlich in Tübingen. Und dann habe ich also diese Rede gehalten, und zwar, es war schon abends in der Kneipe dann nachher, so, wir hatten einen guten Tag und dann war es ein bisschen locker auch. Und ich bin aufgestanden in der Runde so und habe die Rede gehalten. Ich habe begonnen mit Tübinger. Also begonnen, es war ja alles, was ich mit hatte. Und dann hast du reagiert. Oder ja, du hast gerufen, was soll ich machen? Ja. Oder jemand anderes hat gerufen, was soll ich machen? Und dann kamst du dazwischen und sagst, lachen. Ja. Also Tübinger, was soll ich machen? Das Original ist es, glaube ich, Gott, was soll ich machen? Aber egal, also das finde ich so eine schöne Anwendung, das erinnert mich. Ich denke eigentlich oft, wenn ich dir begegne, daran und ich freue mich. Ich lache immer, wenn ich dich sehe, bei den Kursen, wenn ich dich auftauchen sehe, immer in der Erinnerung, wie wir da wirklich, ich glaube, so gelacht wie du mich zum Lachen gebracht hast, das hatte ich also schon Jahrzehnte nicht mehr. Also richtig so, dass der Bauch wehtut, ja. Ja, und jetzt lachen wir ein bisschen und wir werden den Abend mit Freude, also ich jedenfalls, genießen und lachenden Auges in den Abend gehen und ins Bett und wo auch immer hin. Okay? Züricher. Was sollst du machen? Lachen! Okay, tschüss. Ciao, Heidi. Ciao, danke vielmals. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo man die Recording ausmacht. Ach, hier, guck an, da oben ist sie.